Okay, das hier muss es sein. Lisa, ich werde dich retten. Sie muss irgendwo hier draußen sein. Ein Nest. Muss ganz in der Nähe sein. Ach, verdammt, du musst hier doch irgendwo sein. Zur Hölle komme ich da rein. Alles klar.
Hier durch, ja. Ja, das geht. Hier dran. Schrott. Oh, ist das Lisas Handschrift? Ich will vergessen. Das klingt wie etwas, das sie schreiben würde. Ingo. Was war da drüben? Scheiße! Alles klar.
ich wollte mal sehen, was der Faulpelzer treibt. Wie geht's, Boozman? Ist dir nicht langsam langweilig? Mann, Boozer. Hey, du darfst hier nicht rein, Deacon. Hey, was ist hier los? Wie geht's ihm? Er braucht Ruhe. Verarsch mich nicht, Eddie. Ich will wissen, wie es ihm geht. Mir geht's gut. Nicht gut. Mann, ist das kalt. Aber ich habe das Antibiotikum nicht genug. Das reicht nicht. Moment mal, du sagtest, wenn ich... Ich sagte, wir versuchen es. Jetzt können wir nur warten. Warten? Okay. In Ordnung. Nein, es muss noch irgendetwas geben, das ich tun kann. Ich könnte... Stopp! Was? Du willst was kaputt hauen, ich sehe es in deinen Augen. Aber weißt du was? Mach das ruhig. Aber da draußen... Eddie, ich kann... Deke, mehr kannst du hier wirklich nicht tun. Bitte... Geh nach Hause. Geh nach Hause, Deacon. Deke! Und schafft er es? Ja, Schizo, er wird wieder. Er braucht nur ein paar Tage. Komm mit mir zu Lodge. Ich will dir was zeigen. Ich hab zu tun. Ich riskiere hier meinen Kopf. Vertrau mir. Das willst du garantiert sehen. Hör mir zu. Vor ein paar Monaten kam dieser Drifter ins Camp und erzählte mir alles Mögliche. Dass er in Fairwell am Flughafen gearbeitet hat, beim Bodenpersonal, als alles losging. Eines Abends haben sie ein Flugzeug aus Portland erwartet. Aber das kam nie an. Das Flugzeug hat was fürs Rote Kreuz transportiert. Das Rote Kreuz? Ja, kapierst du? Medikamente, Ärzte-Scheiß, ein ganzer Frachtraum voll. Vielleicht auch diese Anti... was auch immer. Antibiotika. Ja, genau sowas. Genau sowas. Wo? Hey, nicht so laut! Dieser Drifter, er arbeitet im Kontrollturm, als der Flieger vom Radar verschwindet. Puff! Gerade noch da, plötzlich weg. Und zwar genau hier. Südlich von Mount Washington. Das hat er gesagt. War fast unversehrt. Ein kontrollierter Crash oder sowas. Die mussten mit anhören, wie der Pilot verblutet. Er hatte sich das Becken gebrochen. Okay, ihr habt also niemanden da rausgeschickt. Nein. Wieso nicht? Weil der alte Mann nicht wollte. Iron Mike war... ja, Ripper. Du lernst schnell. Alles westlich vom Iron Ridge hier gehört Carlos und seiner Truppe kahlköpfiger Freaks. Shit. Was passiert wohl, wenn sie dich schnappen? Fahr nach Norden, Bruder. Sonst stürzt Iron Mikes Vertrag mit Rest in Peace ab. Ja, schon klar, verstehe. Eine Frage noch. Warum erzählst du mir das? Oh, halt. Einen Scheißtrick erzähle ich dir. Merk dir das. Außerdem bist du ein scheiß Drifter. Was erwartest du? Soll ich hinter dir herlaufen wie ein Hündchen, dir den Arsch retten? Na gut. Ich hab zu tun, okay? Verstehe. Du bist eben ein aufrichtiger Kerl, richtig, Skizzo? Ich will einfach nur überleben. Wie alle anderen auch. Hey. Wir tun, was wir können. Am Ende ist das alles, was wir haben. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe sehr gut, Skizzo. Halt das Funkgerät bereit. Ich melde mich. Ja, Skizzo, auf dich können wir immer zählen. Oh, Scheiße. Und jetzt? Alles ist besser, als in diesem Drecksloch rumzuhängen.
Ich habe Boozer neulich gesehen. Dein Freund, oder? Mann, das ist echt ein Ding, was ihm passiert ist. Ja, ja, stimmt. Hab gehört, es war ein Rip. Okay, tschüss. Sag auch. Okay. Yep. Das ist alles, was ich für heute habe. Was willst du denn? Hey. Okay, alles klar. Ja, so gut wie neu. Das dauert länger. Klar, okay. Mach das Tor auf. Wer war hey, schon mal St. John, hier? Hörst du mich? Ja, Schizo, ich höre dich. Diese Sache, über die wir gesprochen haben, das dauert noch ein bisschen. Ich muss die Sicherheit an der Grenze zu Iron Butte überprüfen. Wegen der Ripper da unten, verstehst du? Nein, Schizo, keine Ahnung, was du meinst. Warum erklärst du es mir nicht? Netter Versuch, Schlaumeier. Vergiss nicht, ich halte hier auch meinen Kopf hin. Ich will das nicht bereuen. Also gut, ich melde mich später. Und mach dich in der Zwischenzeit im Camp nützlich. Zeig, dass Iron Mike mal recht hatte. Ja, klar, was immer du sagst. Was immer du sagst. Ja, St. John, Ende. Dick, es gibt ein Problem. Ja, Tuck, was gibt's? Alkai hat doch von Rippern erzählt, die zu uns unterwegs sind. Ich erinnere mich. Er sagte, er hat nicht versucht, sie aufzuhalten. Tja, sie haben Hot Springs ausgekundschaftet. Ein paar Leute sind ihnen zu ihrem Camp gefolgt. In den Felsen südlich der Twin Craters. Gottverdammte Ripper. Mach dir keine Sorgen, ich kümmere mich darum. Da ist noch eine Rechnung offen. Eine Rechnung? Wovon redest du denn da? Schon gut. Hey, Deacon. Was? Hey, okay. Hier, so gut wie neu. Bitteschön.
Komm vorbei, wenn du noch was brauchst. Man sieht sich, Dick. Okay, wir sehen uns. Was kann ich für dich tun? Sani. Eine echte Spritschleuder.